Shalom und herzlich willkommen zurück zu Deponia Doomsday. Ja, in der letzten Folge haben wir uns die Kartoffeln geholt, gehälftelt und eine Alufolie dafür bekommen. Ich würde sagen, wir haben so im Schnitt einen guten Schnitt gemacht. Ja. Faulobst legen. Da wollte ich mich nochmal ein bisschen näher beschäftigen. Na dann, lass uns spielen. Hast du einen Gegner? Ach ja, da war ja was. Komm schon, Rattenjunge, lass uns spielen. Aber ich bin noch zu jung. Du bist vor allem zu vorlaut, Nagetierboy. Nagetierboy? Na, ich glaube, ich bleib bei Rattenjunge. Rattenjunge war besser. Rattenjunge. Wir müssen ihn irgendwie älter kriegen. Und was würde jemanden alt aussehen lassen? Männlich und erwachsen als einen Bart. Du sollst also einen Rattenmann darstellen. Eigentlich nicht. Da habe ich genau das Richtige für dich. Was machen Sie denn da? Der hält doch so gar nicht. Stimmt. Der Plan braucht noch ein wenig Feinschliff. Ich bin sofort zurück. Und wehe, du verkriechst dich in der Kanalisation. Können wir den vielleicht... Dazu fällt mir gerade voll der Hammerspruch ein. Jetzt kommt's. Leider hat er schon einen Bart. Okay, das wird so nix. Ich könnte ihn ja mit dem Wachs festkleben. Und wenn er nicht die Bienen dann. Verschwindet, kusch! Verdammt, das bringt sie nichts. Gleich nochmal. In meinem Zimmer habe ich tatsächlich Flaschen, denen bereits Haare wachsen. Verdammt. Zum Ballon zurück haben wir ja auch noch irgendwas. Gashebe. Vielleicht in der Hütte. Das Feuer ist aus. Kein Wunder, dass ich von nuklearem Winter geträumt habe. Aber wenn das Feuer aus ist, wie kann dann die Kaffeekanne köcheln? Das ist eine Frage, die... ja... nicht beantwortet werden kann. Fürchte ich. Bernhard Zitter. Das war eine Runde Mac Chronicle. Hey Mac, na, ist die Welt schon untergegangen? Ich fürchte ja, aber ganz sicher bin ich mir erst, wenn es wieder passiert. Und? Schon irgendwelche Zeitanomalien eingefangen? So funktioniert das nicht. Vielleicht hältst du die Angel falsch rum. Das ist keine Angel. Das ist ein Gerät zur Messung von Quantenüberlagerung. Und da wunderst du dich, dass keiner anbeißt? Ja... hier läuft ein rosa Elefant herum, der mich beim Einweisen stört. Ein rosa Elefant? Das ist hochgradig beunruhigend. Das könnte die Vorhut einer rosa Stampede sein. Oder der Zeitreset hat einen schadhaften Einfluss auf dein zentrales Nervensystem. Unmöglich. Ich habe mein Nervensystem mit heißem Blei ausgegossen, um meine Vorstellungskraft zu verdoppeln. Das würde so einiges erklären. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktioniert. Tja, ich schon. Alles klar. Okay, ich muss dringend diesen rosa Elefanten loswerden. Vielleicht solltest du einen Arzt aufsuchen. Nein, von Dr. Gizmo kann ich keine Hilfe erwarten. Ich bin in seiner Praxis nicht gern gesehen, weil ich gerne an den abgelaufenen Medikamenten in seiner Mülltonne herumlutsche. Aha. Mehr fällt mir dazu auch nicht ein. Meinst du, bei meinem Traum handelt es sich auch um so eine Zeitanomalie? Möglich. Wovon handelte er? Ich habe eine Elysianerin vor dem Organon gerettet. Und zusammen haben wir... keine Einzelheiten, bitte. Ich bin mir sicher, dass es nur ein Traum war. Und ein recht verbreiteter dazu. Wie kommt es, dass wir uns nach dem Kurbeln an alles erinnern und sonst niemand? Ja, Moment mal. Das ist eine erstaunlich gute Frage. Also, ich habe dafür diese hochkomplizierte Kopfbedeckung erfunden. Aber du? Dein Aluhut schützt deine Erinnerung? Es ist schon etwas komplizierter. Für so einen verkopften Hirni wie dich bestimmt. Für mich
ist der Fall damit gelöst. Dr. Gizmo musste mir mal diese Aluplatte einsetzen, nachdem irgendwer meinen Katapultplan sabotiert hat. Das könnte ein Faktor sein. Aber die Abschirmung funktioniert nur, wenn der Hut auch mit Stroh ausgefüttert ist. Musste dir dieser Dr. Gizmo auch Stroh einsetzen? Stroh? Hauptsache, es funktioniert, oder? Nur Stromkopf, der Junge. Wie funktioniert das noch gleich mit der Erinnerung? Ich trage einen mit Stroh gefütterten Aluhut. Wie du es machst, ist mir schleierhaft. Die Wege des Rufus sind unergründlich. Oh ja. Man sieht sich früher oder später. Beides nicht ausgeschlossen. Jetzt natürlich die Frage, wo kriegen wir Stroh her? Ich kann mal nochmal. Wie jetzt nochmal? Haben wir heute schon gesprochen? Ja, vorhin erst. Ich finde einen Weg, dass du dich erinnerst. Die Frage ist nur wie. Ich hätte da noch ein paar Anschlussfragen. Lass das mal meine Sorge sein. Gerne. Ich habe mehr als genug davon. Bleib senkrecht. Mach mir eine Skizze. Alright. Dazu fällt mir gerade voll der Hammerspruch ein. Leider hat er schon einen Bart. Wir haben ja die Alufolie und... Hey, wir haben einen Strohhalm. Das ist super short, das muss doch funktionieren. Das trägt man jetzt so. Vielleicht, wenn ich den Aluhut Tack gebe, dass er sich daran erinnert. Was ist das? Ein Aluhut. Er hilft dir, dich zu erinnern. Dann lass stecken. Ich trinke, um zu vergessen. Du sollst dich auch nicht an die Vergangenheit erinnern, sondern an die Zukunft. Klingt nach einem Strategiewechsel. Und da ich eh keine Zukunft habe, kann es auch nicht schlimmer werden. Das ist die richtige Einstellung. Aber wenn's recht ist, nehme ich meinen eigenen. Nee, klar. Würde ich ja auch so Was? Du hinterhältige Ratte, hattest die ganze Zeit einen Aluhut dabei? Muss eine Eingebung gewesen sein. Ich knaupel so gerne die Folie von den Plörreflaschen ab. Ich habe ihn allerdings mit Stroh gefüttert, um... Ich hab's ja verstanden. Du hattest einen Aluhut, ich hab mich umsonst angestrengt. Nein, was haben wir gelacht? Du siehst die Säfte meines Humors in Tränenform aus meinen Krähenfüßen eitern. Kannst jetzt endlich weitergehen? Meinetwegen gerne. Aber womit eigentlich? Ich will dich nicht mit Einzelheiten langweilen. Merk dir nur das eine. Wenn sich die Vergangenheit wiederholt, versuche irgendwie diesen rosafarbenen Elefanten aufzuhalten. Ja, okay, warum nicht? Ist ja das Mindeste. Sehe ich genauso. Okay. Okay. Das ist so eine Sache mit der Zeit. Hast du kurz Zeit? Die Frage ist falsch gestellt. Ich betrachte das als ja. Okay. Wollen wir nochmal die Zeit zurückdrehen? Ich weiß nicht. Es scheint mir immer weniger eine gute Idee zu sein. Bist du dir sicher, dass du diesmal gut darauf vorbereitet wärst? Du weißt, alles, was du seit dem Unfall gemacht hast, wird dadurch ungeschehen. Okay. Ach, no risk, no fun. Stimmt. Lass uns lieber noch einen Augenblick. Quatsch. Ich hasse es, mich zu wiederholen. Hey, Mac, hast du kurz Zeit? Ja. Die Frage ist falsch gestellt. Ich betrachte... Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Wollen wir nochmal die Zeit? Egal, das kann ich zur Not auch nochmal machen. Hauptsache, die Gläser bleiben heil. Ja, schon. Oh, yeah. Aber vielleicht könnte man mit etwas mehr Vorbereitung... Zu spät. Let's go. Wiku, wiku, wiku. Tata, lassen Sie mich durch! Ich bin Prophet! Und noch eine Runde. Rufus, bist du da? Ja, doch. Wollen wir noch einen Versuch starten? Ich bin verrückt danach. Anstatt einfach da stehen zu bleiben, ja? Mal ganz ehrlich. Kommen! 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 Kommen!
Jetzt eindrehen. Etwas mehr nach rechts. Achtung, süßer Wombat. Ein Stück zurück. Aasgeiern ausweichen. Wieder ein Stück vor. Und stopp. Perfektiberto. Bist du dir sicher, dass ich hier stehen bleiben kann? Absolut. Yay. Puh, dann ist die Zeitlinie wohl wiederhergestellt. Das heißt, was ist das? Ich empfange seltsame Werte. Werte? Ja, wovon redest du? Keine Ahnung, ich... Rufus, schnell! Er ist hier! Beeilung! Tack! Du. Rufus, eil zur Tat! Was ist passiert? Der rosa Elefant! Er war hier! Ich habe mit ihm gerungen. Kurz sah es so aus, als könnte ich ihn besiegen. Aber dann ist er im Erdboden verschwunden. Wenn hier etwas verschwunden ist, dann dein Sinn für die Realität. Aber... Das ist dein Mund. Du hast ihn doch auch gesehen. Ich bin mir da langsam nicht mehr so sicher. Vielleicht war das alles eine Einbildung. Deine Einbildung hat einen ordentlichen linken Haken. Ich weiß. Aber genug davon. Die Gläser sind heil. Alles andere ist mir doch scheißegal. Ich hol Toni... Und dann zeigen wir euch die Kehrseite. Ich fürchte, es wird anders kommen. Na, das hoffe ich doch. Okay. Der Elefant war hier. Natürlich. Aber vielleicht legst du dich trotzdem erstmal hin. Morgen sieht die Welt schon wieder viel freundlicher aus. Du hast nicht viel Erfahrung mit Alkohol, oder? Scheinbar nicht. Gut, dann... Der Nilbot ist wieder der Nilbot. Vielleicht ist der Burnout sollte ich jetzt auf. Man weiß es nicht. Wie jetzt? Burnout hat schon zu? Ich brauche doch noch Signalraketen, falls mein leicht entzündlicher Gasballon Feuer fängt. Ja. Chronokar! Hey Mac, hast du kurz Zeit? Die Frage ist falsch gestellt. Ich betrachte das als ja. Alright. Ich muss dringend diesen rosa Elefanten loswerden. Vielleicht solltest du einen Arzt aufsuchen. Nein, von Dr. Gizmo kann ich keine Hilfe erwarten. Ich bin in... Okay. Man sieht sich früher oder später. Das lief doch alles ganz gut. Gläser sind auch heiler. Wenn Toni nicht will, dass ihre Gläser kaputt gehen, warum hat sie sie dann so demonstrativ aufgestapelt? Okay. Wir haben die Knickerfolie und können die jetzt einpacken. Lieber nicht. Ich habe heute schon genug Scherben verursacht. Okay. Dann können wir jetzt eigentlich theoretisch... Ja, alle Mann auf Position! Und dann, wie wir es geprobt haben, ich möchte kein offenes Feuer in Rufus Nähe sehen! Alter Spielverderber. Möge Tetanus uns beistehen. Quatsch mal eine Runde mit ihm. Hallo, Sohn. Audi Rufus. Lange nicht gesehen. Sprich nur für dich. Weißt du, wie man einen Elefanten fängt? Natürlich. Was denkst du, wozu ich die Elefantenbüchse da hinten habe? Zum Protzen, dachte ich. Ja, das auch. Aber die Elefantenjagd hat bei uns große Tradition. Das hatten wir doch alles schon mal. Ich dachte, sie hätten dort nur Füllungen für... Was das auf einer... Du weißt ja. Kannst du mir ein Hochpräzis... Haben wir darüber denn schon gesprochen? Beantworte einfach die Frage, okay? Kommt drauf an. Bist du mittlerweile ein diplomierter Großwildjäger? Mittlerweile? Ja, dann zeig mir dein... Na dann, Grill und Rodel gut. Das hatte ich vor. Okay. Die Folienkartoffel. Ich befürchte Hey, Rufus, warte doch mal. Nicht jetzt, Wenzel. Ich habe Wichtigeres zu tun, als mir dein Gefiepse noch mal anzuhören. Und du bist doch eine Kürbislaterne.
Ach, Lotti. Hey, Lotto. Das heißt jetzt... Das heißt jetzt Lotti. Du bist jetzt also wirklich eine Lady? Wieso was? Was stimmt denn damit nicht? Hab ich gesagt, dass damit irgendwas nicht stimmt? Nein. Im Gegenteil. Glückwunsch zu diesem mutigen Schritt. Genau genommen hatte ich schon immer das Gefühl, dass eine großartige Frau in dir steckt. Du nennst mich fett? Was? Nein. Entschuldigung, es ist nur, dass ich so unsicher bin, ob ich diesem neuen Leben wirklich gewachsen bin. Wenn du eines bist, kann sich nie sicher genug sein, ja. Es wäre voll geil, oh Fazzo. Es wäre ganz entzückend von dir, wenn du mir mit einer ganz ehrlichen Einschätzung unter die Arme greifen könntest. Ja, da findet man die tollsten Sachen. Also, gibt es irgendwas, was ich an meinem neuen Ich noch verbessern könnte? Lass mich nachdenken. Du hast keine Oberweite. Aber Rufus! Wo schaust du mir denn hin? Das geziemt sich nicht. Mag sein. Aber worauf hätte Lotto geachtet? Leg deine Hand aufs Herz und sag mir dann, dass sie nicht um eine Dreckrübenhälfte zu dicht dran ist. Du hast recht. Vielleicht hilft es, wenn ich den Bügel aus meinem männlichen Männerkorsett entferne. Dieses Symbol der Androkratie hat mich lange genug eingeengt. Hier. Nimm ihn mir aus den Augen, sei so gut. Fällt dir noch was auf? Du hast zu haarige Beine. Schock, schwere Not. Du hast recht. Gut, dass ich meinen Rasierer noch nicht weggeworfen habe. Das muss wehtun. Verflucht tut das weh. Gut so. Ich leide. Was? Oh, dabei. Heulsuse. Fällt dir. Deine Beine sind immer noch zu behaart. Ich mach ja schon nicht. Es ist nur so. Ich hätte ich doch nur. Lotto hat sich die. Er hat Radsport betrieben, okay? Ich finde dich. Okay, Ich meine natürlich. Tüdelü! Tüdelü! Kriegen wir jetzt am besten einen Rasierer her? Hey, das sind die. Dann muss ich halt eben nochmal. Wie ich das eingesammelt habe. Wir kennen uns ja schon aus. Glas ebenso. Und Bart stecken wir uns auch in die Tasche. Läuft bei uns. Gut, dann Dartpfeil à la Dartscheibe und jetzt gewinnen wir bitte schon ein Drosselglied. Und ja, leider daneben. Was? Nee, unmöglich. Komm mir nicht so. Ich habe alles genauso gemacht wie beim letzten Mal. Ach, Rufus, man kann ein gutes Spiel halt nicht einfach so reproduzieren. Aha, na, das werden wir ja sehen. Yep, Herausforderung angenommen. Und ja, leider daneben. Aber wie beim letzten Mal. Hey, Rufus. Hey, Lonzo. Was gibt's Neues? Nichts. Dafür aber umso mehr vom Alten. Oh, danke. Bitte keine Umstände. Okay, dann quatschen wir noch einmal mit Tony. Oh, Schnutzelbärchi. Ich muss dir unbedingt von meinem Traum erzählen. Hat das nicht Zeit, bis wir verschwunden sind? In der Theorie ja, schon. Vielleicht, ja. Jedenfalls war da sowas von abgefahren. Du hast meine Träume noch nie verstanden. Und je mehr du erzählst, umso stolzer bin ich drauf. Beinahe verplaudert. Lass uns los. Ja, warum nicht? Was denn? Gar kein zynischer Kommentar? Keine Zweifel? Kein Schlangengift? Heute nicht. Dieses Kaff steht mir bis hier oben. Ich kann's kaum erwarten, endlich hier wegzukommen. Oh yeah. Na komm schon, Kleiner. Ich muss noch meine Kristallgläser einpacken und Paps Tschö sagen. Genau. Diesmal erfreuen sich deine Gläser nämlich wirklich bester Gesundheit. Diesmal? Wie meinst du das? Diesmal. Das musst du nicht verstehen. Hauptsache, Gläser sind heil, oder? Ja, das wäre besser für dich. Viel besser. Na, das wird ja eine lustige Ballonfahrt. Ach, halt den Rand.